thank you so much for all the support. I see y'all and I love y'all so much. Kisses. So, keine Ahnung, zu welchem Video das jetzt gehört, aber wir nehmen es einfach mal auf. Wir sind jetzt am Münchner Flughafen und heute geht's in die USA und zwar Ziel Chicago. Dann sind wir dort ein paar Tage und nach Chicago geht es dann weiter nach Milwaukee und das wird man dann alles dann hier sehen. Deswegen, Flughafen ist leer, ist nicht viel los. Ich muss jetzt rüber ans Gate, wo die internationalen Flüge, vor allem auch die USA-Flüge, gehen und dann melde ich mich später nochmal von dort. So sieht es nämlich aus, wenn es runter zur Bahn geht. Und da sind wir schon in Chicago. So, hier ist das Hotelzimmer für die nächsten 3 Tage. Schöner altamerikanischer Style. Aber das wird's schon tun. Mit Ausblick auf das Convention Center, wo wir morgen hingehen werden. Das ist das Praktische, nämlich an den ganzen, das ist natürlich direkt am Flughafen. Ja, also so sieht das Ganze aus. Hier noch ein Schrank und natürlich Bad. So, ich bin jetzt auf dem Weg, die Tickets abzuholen und zwar gehe ich über die Skybridge, die direkt vom Hotel. Direkt vom Hotel. Also die direkt vom Hotel in das Convention Center geht. Wetter ist natürlich auch 1A. Da sieht man es. Donald E. Stevens Convention Center, da steigt die Party jetzt. Also ich bin schon ein bisschen früher hier mit dem Aufbau. Hab gerade hier mit zugeredet, sehr nett. Und hier kann man nachher die Tickets dann abholen, also dauert noch ein bisschen. Aber man sieht, hier geht es schon richtig ab. Ja, also da sind auch schon die ganzen... Hier sind auch schon die ganzen Sachen, also wird richtig gut. So, hier nochmal ganz leer, bevor hier nachher der Punk steigt. Aber das sieht schon echt ordentlich aus hier. Ja, richtig cool. Und da ist auch ein ATM. Da werden wir uns gleich mal noch ein bisschen Cash holen. Also so sieht die Halle hier aus. Oh, und was ist dort? Da findet da noch was statt. Durch. Also hier ist auch noch, hat mir gerade die top motivierte Mitarbeiterin gesagt, hier ist auch noch die Tattoo Convention. Ja. Also Sport und Tattoos, die richtige Kombination. Ja, das ist ja hier ganz interessant. Caddyshack ist ja ein ganz berühmter Film aus den 80ern. Und hier gibt es das Restaurant dazu. Und hier, da muss ich mich jetzt auch durchschlagen, weil kleines Problem, ich hoffe man versteht es.
Am Samstag oder Sonntag ist ja Lonzo Ball von den Chicago Bulls da. Er hat auch mal bei den Lakers gespielt mit großen Hoffnungen. Älterer Bruder von LaMelo Ball. Und ich will mir von dem gerne ein Trikot unterzeichnen lassen. Aber man darf nur aktuelle Bulls-Trikots nehmen. Und das ist so ein bisschen schwierig zu bekommen. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass man in einem netten kleinen Sportlädchen hier drinnen ein Lonzo Ball-Trikot von den Bulls bekommt. Zur Frage, ist es nah am Flughafen? Ja. Es fliegt direkt hier über die A-Loft. Nice. So, hier ein bisschen Farbe. Oh. Sieht doch ganz nett aus. Ja, und das ist jetzt halt hier eine klassische amerikanische Mall, die es hier halt noch gibt. Mit den üblichen Verdächtigen und vor allem Copyright Music, da muss ich mir dann gleich nochmal was überlegen oder einfach nur die ganze Zeit reden. Aber ich glaube, hier sind wir schon mal im Ziel Nummer 1, in dem Litz. Ja, da könnte man einen Treffer landen. Thanks. Okay, hier ist der Drop-Off bei CSG gerade erledigt. Habe hier auch schon was abgestaubt, zeige ich gleich. Und das habe ich hier an dem Magic Wheel gewonnen. Okay, also so sieht der ganze Laden hier übrigens aus. Also hier, wie man sieht, kann man Karten tauschen. Hier geht es auch schon richtig ab. Hier sind die Jungs mit dem Koffer und allem gekommen. Richtig gut. Da hinten kann man die Tickets für die Autogramme und alles holen. Und dann, ja, hier sind die ganzen Trader. Und das ist hier eine Riesenhalle. Also man sieht sie ziemlich so genau. Okay. Also immer Chicago Sixes, ja, hier gibt es auch schöne Sets und Preise. Ja, deswegen, da sind wir gleich auch noch am Start. So ein Mini-Helmet wäre natürlich auch cool. Ich glaube, hier werde ich dann gleich auch noch mal zuschlagen. That's one pretty cool. Yeah. Oh, das ist ja auch cool. Die ganzen Rahmen. Oh hier, Joe DiMaggio mit Marilyn Monroe. Richtig cool. Die ganze Baseball-Section. Ja, Mohammed Ali für 300 Flocken. Thank you.
Really impressive. Jetzt hier für Dave Bing zum Fotografieren einstellen, dort hinten ist die Autogramme. Schauen wir mal. Nice to meet you. Here you go. Nice to meet you, Mr. Bing. Could you say hello to your German fans? I want to say hello to all of the fans over there in Germany. Yeah. Play great basketball too. Okay, thank you very much. Okay, so here's the shoe. What color? What color? Black is fine. Black? Okay. Yeah. Do you have an area where you want it signed in particular? Yeah. Yeah, wherever you like it. And then could you make the Hall of Fame inscription, please? Yeah. So, okay, thank you. So. And here's the card. Yeah, I also missed the photo opportunity, so I deeply apologize, but okay. Okay, thank you. Hi, how's it going? I have two items and one extra inscription. Okay, all right, sounds good. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Okay.